Ja, es klingt vielleicht immer, als würde ich mich über das Spiel lustig machen, aber es ist gar nicht so gemeint. Noch nicht mal ein Fetzen Papier. Die Security nimmt das immer sehr genau wegen möglicher Attentate. Ja, das ist eine Tür, das ist ein Automat. Es gibt zwei Dinge, die mich an langen Arbeitstagen bis in die Nacht hinein fit halten. Koffein und Schokoriegel. Verständlich. Wie sieht denn der Fahrstuhl aus? Okay, das war's dann auch. Mit eine detaillierte Liste aller Abteilungen in diesem Gebäude. Okay. Wenn ich mit dem Aufzug fahren will, dann sollte ich mal den Knopf für das entsprechende Stockwerk drücken. Wäre eine Möglichkeit, ja? Und rein da. Welches Stockwerk hätte ich denn gerne? Büro, Labor, Ausgang, in dem Büro. Ich dachte schon, ich hätte es jetzt verpasst, wo steht, welches Stockwerk was ist. Ich muss Max irgendwie erreichen. Hoffentlich ist er zu Hause oder wenigstens in der Stadt. Hoffen wir es mal. Schöne Kameraposition. So, was haben wir denn hier alles Schönes drin? Wir haben Aufzug, wir haben Aktenschrank. Hier findet man Unterlagen zu verschiedenen Fällen, Dienstregeln und Anweisungen. Das meiste davon gibt es aber auch online. Ja, da können wir auch nachschauen. Kalender. Nur ein weiterer Monat voller Arbeit und dann noch einer und noch einer. Ja. Daraufhin gucke ich mir den Wasser. Der ist leer. Ich hatte noch keine Zeit, ihn auffüllen zu lassen. Ja, bist ja auch gerade erst reingekommen. Hier ist noch eine Steckdose. Eine normale Steckdose. Wir haben die gleichen zu Hause in Russland. Bitte. Hier ist noch eine Pinnwand. Warum sollte ich denn etwas von der Pinnwand abnehmen? Weil ich die verkehrte Taste gedrückt habe. Ich wollte eigentlich nur gucken. Zeitungsausschnitt. Ein Reporter hat Muriel auf der Straße angesprochen und sie dazu befragt, was sie von der Aufnahme weiterer Staaten in die EU hält. Ihre Antwort war zwar nicht gerade atemberaubend, aber es hängt hier, damit sie sich darüber freut. Ist das nicht schön? Hier geht es um einen Diebstahl in Madrid. Da hätte ich die Bilder zurückkriegen können, wenn ich nicht so einen dummen Fehler gemacht hätte. Das habe ich mir als Mahnung hier hingehängt, damit mir das nicht nochmal passiert. Notiz. Ich hänge mir hier manchmal Notizzettel auf, damit ich nichts vergesse. Und die nehme ich auch mit. Ich habe vergessen, Muriel die CD zurückzugeben. Oh, die bringt mich um. Ich habe die CD ja schon seit 2 Monaten. Ja. Und noch ein Artikel. Was laut der Chefin der Kunstdelikte-Abteilung Madame Charlotte Renier das Ergebnis harter Arbeit ihres ganzen Teams und ihrer selbst sei. Über den Teil muss ich immer lachen, weil ich an dem Fall ganz allein gearbeitet habe. Und er hier? Eine kurze Besprechung von dem Buch, das mein Ex-Freund geschrieben hat. Weiß nicht, warum ich das nicht schon längst weggeworfen habe. Weil ich das nicht machen kann. Also schmeißt du es diesmal auch nicht weg. Das ist die Beschreibung einer erfolgreichen Operation. Gemälde im Wert von $3 Millionen wurden wiedergefunden und 3 Schlauberger warten jetzt auf ihren Prozess. Immer noch, okay. Die Sprecherin von Interpol verkündete vor einer Woche, die Gemälde seien wiedergefunden worden. Doch nun scheint es, als sei diese Aussage ein wenig voreilig gewesen. Zu unseren letzten diesbezüglichen Anfragen gab es bisher noch keine Stellungnahme. Ich freue mich über Erfolge, aber noch wichtiger finde ich es, sich an Fehler zu erinnern und sie möglichst nicht zu wiederholen. Und das da war einer meiner größten Fehler. Okay. Fehler sollte man nicht wiederholen, ja? Und dieser große Zettel mit Statistiken und Ablaufdiagrammen beinhaltet? Ein öder Bericht, der die Effektivität unserer Abteilung beurteilt. Madame Renier besteht darauf, dass jeder diese Dinger regelmäßig liest. Okay. Gut, das zu wissen. Da ist das Telefon, da ist der Computer, da ist der Drucker. Hier ist eine Zimmerpflanze, die zum Glück regelmäßig gegossen wird, auch wenn wir lange nicht da waren und dafür keine Zeit hatten. Aber Blumenpflanzen können wir immer noch gießen. Okay. Mein Bürotelefon. Das Bürotelefon. Max anrufen. Oder auch nicht. Dann gucken wir in den Computer rein. Also ein ganz normaler PC, der mit dem Internet und dem lokalen Netzwerk verbunden ist. Wie er überall ist, ja? Und dann benutzen wir ihn.
Wir können E-Mails lesen. Wir können E-Mails schreiben. Wir können E-Mails verschicken. Wir können E-Mails öffnen und empfangen. Der Tod von Professor Ab. Liebe Kollegen, ich bedauere den Tod. Liebe Kollegen, ich bedauere Ihnen vom Tode Professor Abramtschikows berichten zu müssen. Sein tragischer Tod ist ein großer Verlust für uns alle, besonders jedoch für all diejenigen unter uns, die ihn persönlich gekannt haben. Zum Zeitpunkt seines Todes arbeitete Professor Abramowitsch am Prototyp eines fluoreszierenden Strahlungsspektroskops, der nach erfolgreichen Testläufen im Museum der Eremitage in Petersburg bei uns hätte in Betrieb genommen werden sollen. Diese Inbetriebnahme muss nun leider verschoben werden. Das neue Gerät war ein Zeugnis der Genialität des Professors. Es war viermal effektiver als unsere aktuelle Maschine und doch mechanisch so einfach zusammengebaut, dass es auch außerhalb des Labors zur Bestimmung vor Ort eingesetzt werden konnte. Dies hätte unsere Arbeit mit Sicherheit revolutioniert, denn so könnte eine ganze Kunstgalerie in nur wenigen Wochen zweifelsfrei auf Fälschung überprüft werden. Die Arbeit an diesem Projekt wird nun verständlicherweise auf unbestimmte Zeit verschoben, und so ist es unwahrscheinlich, dass uns der Prototyp in nächster Zukunft zur Verfügung stehen wird. Der Verlust von Professor Abramtschikow ist ein schwerer Schlag für uns alle, denn die Welt hat einen großen Wissenschaftler verloren. Denken wir ihn im stillen Gebet. Charlotte. Memo über Änderungen in internen Abläufen. Guten Morgen. Da das Melden von Problemen mit dem Bürocomputer falsch gemacht wird, möchte ich das richtige Vorgehen hier noch einmal genauer erläutern. Solange Ihr Computer noch Zugriff auf unser internes Netz hat, benutzen Sie bitte das Meldeformular auf der Homepage unserer Abteilung. Wir nehmen dann so schnell wie möglich Kontakt mit Ihnen auf. Benutzen Sie das Telefon bitte nur in Notfällen, denn unnötige Anrufe halten unsere Techniker von der Arbeit ab und verzögern die Reparatur Ihres Rechners unnötig. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Jennings TA2. Gefangen. Scheint, als würde ich Pierre schon wieder vertreten müssen. Am besten bringe ich das so schnell wie möglich hinter mich, sonst wird die Chefin wieder fuchsteufelswild. Ja. Und das sagst du, bevor ich das lesen konnte. Liebe Lara, könntest du mir einen großen Gefallen tun? Ich müsste noch mal zu meiner Mutter fahren, also bin ich ungefähr 2 bis 3 Tage nicht in Lyon. Gerade als ich los wollte, ist etwas im Lupo angekommen, aber ich hatte keine Zeit, es zu analysieren. Könntest du das bitte für mich übernehmen? Du hast dann auch wirklich was bei mir gut. Eine spezielle Abteilung der belgischen Polizei hat jemand aufgespürt, der behauptet, er hätte das Original von Brueghels niederländischen Sprichwörtern aus der Gemäldegalerie in Berlin. Er versucht, das Gemälde zu verkaufen. Sie haben ein Foto von seinem Bild und sie wollen jetzt, dass wir es mit dem zertifizierten Foto des echten Gemäldes vergleichen. Wir sollen feststellen, ob der Witzbold versucht, ihnen eine Fälschung anzudrehen. Wenn ja, wandert er natürlich direkt in den Knast. Wenn nicht, was mich persönlich sehr überraschen würde, dann folgen Sie der Spur weiter. Ich versuche an andere Gesch Ohne Gemälde heranzukommen. Ich weiß, es klingt ein bisschen bizarr, aber Sie haben nun mal nur ein Foto von dem Gemälde, das er Ihnen angeboten hat, und Sie bestehen darauf, dass wir es analysieren. Ich habe Ihnen gesagt, dass man im 21. Jahrhundert eigentlich ein bisschen anders arbeitet, aber auf dem Ohr sind Sie leider ziemlich taub. Vergleiche bitte die beiden Fotos miteinander. Wenn du einen Unterschied findest, dann markiere ihn mit dem Permanentmarker. Je mehr Unterschiede du findest, umso besser natürlich. Aber du weißt ja, dass wir, um sicher zu gehen, mindestens 3 brauchen. Du kannst die Fotos dann ruhig im Labor liegen lassen. Schreib mir einfach eine Mail, was du rausgefunden hast. Ich habe zufällig mitbekommen, dass dein Handy-Akku vor kurzem den Geist aufgegeben hat. In unserer Technikabteilung dauern solche Sachen ja bekanntermaßen ewig. Also habe ich ein paar Takte mit Dean Jennings geredet. Wenn du bei ihm einen neuen Akku anforderst, dann werde ich ihn daran erinnern, dass er ihn dir ASAP zurückkommen lässt. Vorausgesetzt natürlich, du hilfst mir, aber davon gehe ich jetzt mal aus. Du hättest übrigens zu der letzten Grillparty kommen sollen, zu der dich Jennings eingeladen hat. Wäre eine gute Gelegenheit gewesen, ihn besser kennenzulernen. Und du weißt doch, wie nützlich es sein kann, auf der Arbeit Freunde zu haben. Vielen Dank im Voraus, Pierre Bouillet. Kann ich sogar draufklicken. Blablabla. Bouillet, Pierre. Seit 1972 auf diesem Planeten. In Frankreich, Paris, Frankreich hier geboren. Natürlich Franzose dann. Ja, spricht Englisch, Französisch. Und schreibt auf Deutsch. Interpol Hauptquartier SWOA 707 ist die Durchwahl. Oh Gott. Maxime Durand. Durchwahl ist. Huch. Stichwort Maxime Durand. Männlich.
auch in Frankreich geboren, spricht Französisch, Englisch, Russisch, Latein. Latein bestimmt fließend. Verdachtsmomente, Achterverstöße, Hehlerei und Fälschung von Kunstwerken, Status gelöst. Professor französische Kunstgeschichte und wird verdächtigt, gefälschte Kunstwerke selbst hergestellt, um in Umlauf gebracht zu haben. Wurde in der russischen Miliz gefasst. Hat auch eine Durchwahl. Achso, das ist die Straftäterdatenbank. Ist klar, hier ist Kollege und hier ist Straftäter in einer Datenbank. Okay. Ich war noch mal. Scheint, als würde ich Pierre schon wieder vertreten müssen. Am besten bringe ich das so schnell wie möglich hinter mich, sonst wird die Chefin wieder fuchsteufelswild. Ja, und ich habe mich verklickt. Keine Vorlesung. Ahnung, wie oft Max unser Treffen schon abgesagt hat. Im Moment braucht ihn die Universität von Toulouse ganz dringend und das nächste Mal ist es dann sicher Paris oder so. Hallo Lara, ich weiß, wir wollten uns morgen oder was doch übermorgen die Ausstellung ansehen, aber das schaffe ich leider nicht. Ich muss einen kranken Kollegen vertreten und in Toulouse an der Uni ein paar Vorlesungen für ihn halten. Ich fahre jetzt los und bleibe 3 Tage da. Vielleicht kann ich mich da auch ein bisschen erholen. Wenn ich wieder da bin, rufe ich dich an. PS, ich habe die meiste Zeit das Handy abgeschaltet, damit mich niemand stört. Wenn du mit mir schimpfen willst, weil ich dich nicht angerufen habe, dann wirst du warten müssen, bis ich wieder da bin. PPS, dein Ex hat mich angerufen. Kann es sein, dass der Typ nicht ganz dicht ist? Er hat mich angeschrien, weil er glaubt, du hättest ihn wegen mir verlassen. Vielleicht solltest du mal noch mal mit ihm darüber reden. Du hast übrigens wirklich einen seltsamen Männergeschmack. Und das war der Max. Okay. Jiménez Diego, Spanien. Ah, die ist auch hier. Anatolio Abramchikov. Gut, die Nummer kann ich löschen. Leiter des EFR-Projekts der Wissenschaften Gremiums für die Erforschung von Umwelt- und Kulturerbe. Professor HC der Universität of California, Berkeley. Zusammen mit seinem Team hält er 4 Patente im Bereich der strahleninduzierten Fluoreszenzspektroskopie. Ja, Worte, die man kennen sollte, aussprechen können sollte. Na, Charlotte, das kann ich jetzt mal lassen. Ich weiß, ich muss hier. Mit Max telefonieren eigentlich, aber der kann ja nicht. Also ist Max irgendwo an der Uni von Toulouse und hat sein Handy abgeschaltet. Na, fantastisch. Und das jetzt, wo ich so dringend mit ihm sprechen muss. Das klingt aber irgendwie nach einem Auftrag für meine Freundin Muriel in der Telefonzentrale. Sie arbeitet doch da eben, weil sie Leute miteinander verbinden soll. Ja, außerdem können wir ihr dann die CD zurückgeben. Zum Aufzug. Außerdem muss ich ja noch ins Labor und Tür schließen. Gut. Schöner Zopf übrigens. Gut. Ins Labor. Oh, Labor. Labor. Ich wollte eigentlich in die Telefonzentrale, aber ist nicht zur Auswahl. Okay, jetzt wird's spannend. Was ist das denn? Da kommt endlich jemand, um Monsieur Bouliers Arbeit zu erledigen? Nur leider nicht er selbst. Er hat mich als eine Oder Freundin kann. um Hilfe gebeten. So funktioniert das nun mal. Aber davon haben Sie natürlich keine Ahnung mehr. Dazu müssten Sie erst mal Freunde haben. Freunde? Oh, Sie meinen diese Leute, die einem Sachen sagen, die man nicht hören will? Und die einem dann auch noch ihre Arbeit aufhalsen? Nein, dann habe ich wirklich keine Freunde. Oh mein Gott, was habe ich bisher nur alles in meinem Leben verpasst? Okay, der ist gut drauf. Okay, hier ist ein Chromatograph. Der da wahrscheinlich nicht. Das ist ein Scheinwerfer. Was macht der? Unser neuer Chromatograph, der hält hoffentlich länger als die Schrottkiste vorher. Okay, der chromatografiert. Laborant. Ohne Freunde. Pascal Demers, Chef des Labors. Komischer Kauz. Gott sei Dank muss Pierre als einziger direkt mit ihm zusammenarbeiten. Ja, Reagenzgläser. Ein paar chemische Reagenzien, die zum Analysieren benutzt werden. Gott sei Dank gehört das nicht zu meinem Job. Dann lassen wir die auch links liegen. Oder rechts. Ich glaube nicht, dass einem hier was Böses widerfahren könnte, aber Vorschrift ist nun mal Vorschrift. Ja. Labor. Labor A. Was fälschlicherweise vermuten lässt, wir hätten auch ein Labor B.
Gott sei Dank haben wir wenigstens das hier. Okay, ja. Aufzug. Lüftungsschacht. Gasflaschen. Gasflaschen mit Helium. Für die Party. Mhm. Hier haben wir noch Bücher. Hier haben wir die Fotos. Pierres Arbeit, die er mir zugeschustert hat. Nicht zum ersten Mal und wohl auch nicht zum letzten Mal. Wahrscheinlich, ja. Dann legen wir mal los, ne? Schwamm. Detail eines Bildes. Zuständer. Pierres Arbeit, die er mir zugeschustert hat. Nicht zum ersten Mal und wohl auch nicht zum letzten Mal. Ja. Und wenn das eine Fälschung ist, dann muss es sich ja vom Original unterscheiden. Ich sollte die Unterschiede markieren. Ja, ich versuche das gerade zu starten. Das sieht auch nicht aus wie das Bild. Auch nicht. Ein Ausschnitt? Nö. Das hier. Wenn das eine Fälschung ist. Ja? Ich sehe nichts zum Löschen. Hier. Wenn das ein. Okay, warte. Verstehe ich das jetzt nicht? Ich gehe auf das richtige Bild. Das hatten wir schon geklärt, das war nicht das war's. Und ich muss jetzt so oder. Pierres Arbeit, die er mir. Wenn das eine Fälschung. Ich werde jetzt erstmal den Permanent Marker. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Dann also mal ran an die Arbeit. Eigentlich ja an Pierres Arbeit. Aber wie gewöhnlich muss ich die wieder erledigen. Okay, mal gucken. Ich möchte jetzt nicht so als. Er hat hier so einen Helm auf. Er macht hier komische Sachen. Der Figur dahinter. Das. Hier oben. Ja. Hier ist so ein Fisch, der einen Fisch im Maul hat. Okay. Hier fehlt was. Der Typ sitzt da richtig. Hier ist ein zweiter Fisch. Nee, aber das ist auch kein Fisch. Er hat so ein komisches Helmchen auf. Hier ist. Okay, passt. Naja, passt. Das ist alles doof verzerrt. Der Hund streitet sich mit dem anderen Hund. Hier unten sehe ich nichts. Nicht so wirklich. Hier ist. Ich sehe nicht, ob er was umhat. Aber ich schätze mal, das sind schon deutlich mehr Unterschiede, als es haben dürfte, weil hier der Fisch und so, hier der Typ, der komplett fehlt. Oder ich sehe es nur falsch. Aber das ist schon hart, dass hier der nichts im Maul hat. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen, was ich hier mache. Hier soll es drei Unterschiede geben, wenn es gefälscht ist. Abgesehen von dem Winkel, in den ich die beiden Bilder hier betrachten muss, habe ich jetzt irgendwie gehofft, dass hier noch ein zweites Bein ist oder irgendwie so ein Schmarrn. Echt genau hingucken bei dem Spiel anscheinend. Hier fehlt ein Typ. Ganz schön viele Fehler, das muss ich Pierre sagen. Vielleicht noch einer? Hier ist doch was falsch. Deswegen nehme ich den da hinten mal weg. Na, ich fange besser nochmal an. Nein, nicht nochmal.
Okay, hier ist kein Typ im Hintergrund. Der hat nichts im Maul. Den weiß ich nicht, aber... da war noch was. Ganz schön viele Fehler, das muss ich Pierre sagen. Aber hier habe ich bestimmt noch irgendwie einen eklatanten Fehler. Naja, das Gesicht ist da, hier sind noch ein paar Schweinchen. Die Hunde. Okay, das kann ich nicht als Fehler markieren. Gut, das sollte reichen. Das ist ganz offensichtlich eine Fälschung. Oder vielleicht hat sich jemand sogar einen Scherz erlaubt. Am besten schreibe ich Pierre eine E-Mail, dass die Sache jetzt erledigt ist. Okay, ja. Ich benutze die nochmal. Macht nur Spaß. Im Augenblick muss ich eigentlich nichts testen. Na dann nicht. Auf zum Aufzug. Und ich merke mir, Doppelklick heißt laufen. So, auf zum Büro.